Hey Freunde, willkommen zum nächsten Part von Plants vs. Zombies. Wir haben hier letztens ordentlich viel freigeschaltet und ich habe gestern noch so ein bisschen mal mit dem Erbsenagent gespielt. Und der ist extrem nice. Der ist wirklich extrem nice. Oh, selben Map vom letzten Mal. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber okay. Er macht halt absolut keinen Flächenschaden mehr, wie sonst die Standarderbse. Man kann nur direkte Hits machen, ihr hört es auch. Schön Schalli. Man macht 10 Damage pro Treffer, 20, wenn es ein Headshot ist. Das heißt, wenn man die ganze Zeit richtig gut Headers macht, macht das Ding extrem viel Schaden. Also pro Schuss 20, das ist schon... ist nicht übel. Ja. Oh my gosh. Oh my god, no, I'm fucking dead. Oh mein Gott, ich bin doch voll reingesprungen. Der Wichtkick. Übertrieben. Ja, das läuft schon mal. Das läuft nicht so gut. Und sie nehmen direkt ein und keiner geht in den Garten rein. Ihr seid so dumm alle. Allesamt seid ihr dumm. Da keiner reinrennt, werde ich es auch nicht machen. Sehe ich überhaupt gar nicht ein. Hier 20 Damage mit Headshot. Das ist echt schon übel. Ich habe gestern ultra viele Kills mit dem gemacht. Aber es ist schon ein bisschen tricky mit dem zu treffen, weil du musst wirklich die direkten Hits machen. Jawohl. Aber dann geht das schon hier gut ab. Jawohl, jetzt ist aber hier Party am Laufen. Okay, das war richtig schlecht. Oh nein. Ah, keine Chance. Haben 4 Leute auf mich geschossen. Den hätte ich eigentlich gekriegt. Was war da los? Was war da los? Und was geht hier gerade ab? Schüttelfrost. Ich wollte ja eigentlich den Graf Schnappula spielen. Den hatte ich ein bisschen im Gartenkommando gespielt, halt ohne Aufnahme. Ist ganz lustig. Aber so cool dann irgendwie auch wieder nicht, ich weiß nicht. Also hier, das ist eigentlich pure Skill, mit dem zu spielen. Weil man kann zwar auch schnell schießen und so weiter, aber der Rückstoß wird dadurch immer so ein bisschen heftiger. Und von daher ist es gar nicht so einfach, immer perfekt zu zielen. Also ihr könnt jetzt nicht irgendwie so ta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 t
Oh, eine Taunt ist, wow, ein kleines Kind, voll süß. Ah, ja, gestern lief's richtig gut, was haben wir denn? Gerade mal 5 Kills, das ist wirklich mit der Klasse unter aller Sau. Weil gestern bzw. heute Nacht bin ich so übertrieben mit dem Ding abgegangen. Ah, shit, keiner unternimmt was gegen die irgendwie. Wir hoffen, dass die da jetzt langlaufen. Yes! Wenigstens ein. Voll lächerlich. Von was habe ich gerade Schaden bekommen? Oh, da oben gammeln sie alle. Ganz schön da oben sich irgendwie hincampen dann. Ihr habt's gesehen. Mit den Raketen reinballern. Oh mein Gott! In der Luft einen schönen Header gegeben. Was ist denn? Warum holt ihn denn da oben keiner weg eigentlich? Meine Fresse. Jawoll. Jetzt sind wir wieder ein bisschen mehr im Business hier drinne. Ist meine Schiene überhaupt hochgegangen? Komm, holt den weg, jawoll. Er hat auch hier die Feenflügel. Jawoll, Vierer Serie, das ist natürlich nice. Ah, da hinten. Oh nein, 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 nein! Ah, shit! Ja, Megafonwurf, dann ist man gestunt, kann nichts mehr machen. Dann wird man natürlich richtig leicht abkassiert. Na, da konnte ich nichts wirklich tun. Verdammt. Ach, hier bin ich jetzt. Ich bin immer so ein bisschen orientierungslos, wenn ich spawne. Verdammt. Komm, holt den weg hier. Sonst nehmen die doch ein. Verdammt. Verdammt, die Chili voll verballert. Aber da wenigstens gut einen weggeholt. Oh, da oben sind sie alle. Oh, oh mein Gott, wir haben die jetzt so schnell eingenommen. Oh nein. Nein! Komm schon, schieß! Du was? Jawohl! Nice! Double kill! Schade, das war leider nicht meiner. Oh, da standen ja welche. Shit. Also wenn du wirklich durchgehend Kopf, 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 Kopf und dann immer mit dem 20 Damage, gerade halt den Sturmsoldat, der nur 100 HP hat, kannst du halt richtig schön locker wegholen. Aber durch die schnelle Bewegung und so weiter ist es halt natürlich auch ein bisschen tricky zu treffen. Oh, wir haben sogar einen Commander-Mode. Also ich finde die Klasse überhaupt nicht overpowered oder sonstiges. Wenn man mega gut aimen kann, gerade wenn irgendwelche Vollidioten einfach nur rumstehen und sich halt nicht bewegen und man macht einfach die ganze Zeit Headers. Ich meine, das ist jetzt mit der Kaktee oder so nicht anders, ja. Nur, dass der Agent ein bisschen schneller schießen kann natürlich. Ich meine, man kann wirklich von jeder Entfernung... Ja, und schon kommen die Raketen. Man kann so quasi von jeder Entfernung was machen, also das ist ganz cool. Jawohl, habt ihr es gesehen? Von der Range. Voll übel. Ich meine, der hätte sich nur einmal ein bisschen bewegen müssen, dann hätte ich definitiv nicht mehr getroffen. Oh! Oh, Skillshot, Skillshot. Da springt der hoch in der Luft, voller Wicht. Sag mal, warum macht das hier keiner kaputt? Oh, nice. Der war aber schon ordentlich angehittet. Oh mein Gott. Der denn hier hin?
Das ist halt so ein bisschen ungewohnt, weißt du, bei Battlefield oder so, man hat ein Radar, man sieht irgendwie, wenn einer von hinten kommt, falls derjenige markiert wurde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich fände es auch noch cool, man kriegt ja immer so Auszeichnungen, wer der Meisterheiler war, wer die meisten wiederbelebt hat, etc., etc. Es wäre cool, wenn man sowas hätte, dass das mal irgendwie so, ich sag mal, 1000 extra Münzen oder so weiter geben würde. Das würde ich extrem cool finden. Weil dann würde es sich lohnen, sich auch anzustrengen, wirklich. Oh mein Gott. Ach meine Fresse, keiner deckt aber auch hinten irgendwie ab. Da sind so viele Leute, da wird mich aber auf jeden Fall einer wiederbeleben. Ja, ja, komm, komm, oh gut. Ich wollte schon sagen. Die Citrus-Dings fand ich anfangs eigentlich überhaupt gar nicht so cool. Aber wenn man mal gut mit der spielt, geht die schon gut ab. Ah, Mist. Der Schuss ist halt auch nicht direkt da, ne? Also ihr seht halt trotzdem... Nein, verdammt! Kein Schuss, jetzt kommt die Rakete. Na, war klar. So durchschaubar, die Leute. Jetzt aber. Jawohl, so. Den hau ich auch noch um, jawohl. Das war ja Serie wieder. Oh, der ist ja, ne? Ja, es gibt halt, wer vorbestellt hat, das hatte ich auch, diese Sly Cooper und Ratchet & Clank Outfits. Und immer wenn ich diese Mütze sehe, ich habe da hauptsächlich viele mit der Erbsenkanone rumlaufen sehen. Und jedes Mal, wenn ich jetzt diese Mütze sehe, denke ich immer, ah, das ist ein Erbsenwerfer. Ist ein bisschen dumm. Na komm, yes. Reihe. Es ist gerade so ein bisschen rumgekämpft hier oben, aber eigentlich auch wieder nicht, weil man muss was einnehmen. Was soll ich machen? Nach vorne rennen und dann hier, dass die alles einnehmen. Na, schade. Oh Gott, die nehmen gerade ein. Jawohl. Ja, das Ding, das geht, das geht. Yes, also der Erbsenagent, mega geil, kann ich nur empfehlen. Ah, das lief ganz ordentlich. Na, 9900? Oh, wer labert da jetzt? Erster mit den meisten Vorlagen, ist ja lächerlich. 18 Vorlagenmeister, das heißt, wenn ich die alle gekriegt hätte, wären das nochmal 18 Kills mehr gewesen. 2,8er KD, damit kann ich leben, das ist alles super. Ach, wir kaufen uns mal gerade so ein Pack, was soll's. Wenn wir das Geld gerade zur Verfügung haben, hauen wir das rein. Und eine Heilblume, das ist immer gut. Sticker für 9 Soldaten. Erbsenagent. Nachladezeit, das ist natürlich cool. Heilblume ist immer cool. Eine neue Brille, geile Sache. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüssen.